Hallo an meinem Basteltisch. Ja, das Wochenende ist vorbei und ihr habt ja kein Video von mir. Ja, irgendwie war so ein bisschen der Wurm drin. Ich hatte eine Sache angefangen zu filmen und dann habe ich mich vertan und da mal raufgedrückt und die war ja nicht an und so weit alles. Ich weiß auch nicht. War ein bisschen komisch und ich habe auch gemerkt, ich brauche eigentlich doch ein bisschen mehr Erholung, als ich dachte. Also dieses von wegen oh, das Wochenende, jetzt könnte man so richtig doll loslegen, ist eigentlich nicht. Ja, ich bin so ein bisschen urlaubsfrei vielleicht auch. Naja. So, bevor ich jetzt weitermache, das mache ich auch erst heute Nachmittag, weil ich drehe mal ganz früh was, weil ich was wegschicken muss. Und ich das euch dann nicht mehr zeigen kann. Erstmal gibt es was, ich habe Post gekriegt. Und zwar hatte mir Heidi geschrieben, so ganz kurz, weil sie wollte mir ja eigentlich Fotos schicken von dem, was sie nachgebastelt hat. Sie hat ja diese Dreifach-Tag hier gemacht. Und eben mal so, seht ihr, mit diesen drei Taschen und eben mal so in der Art hier. Ja, hat sie mir jetzt also zwei Fotos geschickt. Finde ich sehr schön. Erstmal ist es natürlich toll, dass sie daraus auch was gemacht hat. So, und hier waren noch so zwei Stücken drin. Ja, das ist ja dieses Kraftpapier vom Action mit diesen Foliendrucken drauf. Also ich muss sagen, ich hatte sowas auch mal. Und ich wusste eigentlich nie, was ich damit machen soll, weil das ist ja auch so ein kleiner Block irgendwie gewesen war. Ich weiß ja nicht, ob ich noch ihn habe. Müsste ich wirklich mal nachgucken. Aber das so zu verwenden, ist natürlich eine echt schöne Sache. Ja, vielen Dank, Heidi. Freue ich mich sehr drüber. So, dann kann ich euch nur zeigen, was ich Sonnabend gemacht habe. Und zwar ist das was für, ja, na so. Ich mache ja ab und zu auch Karten so für Familie und so was alles. Und da gibt es immer noch Karten, die manchmal so aussehen. So, das ist ganz. Ich hatte eigentlich eine andere Kartenform gesucht und die sind mir dann in die Hände gefallen. Da dachte ich, ey, jetzt ist aber gut, jetzt muss das Zeug weg. Das ist so eine Dreifachkarte. Also, die ist hier innen drin auch umgeklappt, denn von Ideen mit Herz. Da hatte ich nur drei Stück und jetzt habe ich die drei wirklich verdient. Ich zeige euch die mal. So, und das sind so eine Bollblisterkarten mit vier so eine Teile. Da ist ja ehemals eigentlich so 3D-Zeug drin gewesen oder so. Jetzt ist das nicht. Sondern ich habe hier ein Hintergrundpapier genommen, habe so eine Wabons-Katzen darauf gemacht und die Schmetterlinge. Und dann seht ihr schon, da sind so diese kleinen Kugeln drin, die ich auch noch in Massen habe. Ja. Und dann hier so Bänder, davon habe ich auch noch so Fülle. Und oh, Spitzenbänder. Und diese Dinger. Und vor allem, wenn man so eine Karte macht, da ist nicht mal eben so ein Band da weg. Also, ja. So, davon. Und Sticker habe ich dann auch noch benutzt. Und hier ist dann nochmal auch eine zweite. Da sind so eine Aufkleber drauf geklebt. Da freut mich auch, dass das Zeug endlich weg ist, weil da sind immer noch Blumen und sowas alle da. Und die sind ja im Gegensatz zu Rubbands, sind die ja durchsichtig. Das heißt, da konnte ich auch kein buntes Papier hinterkleben. Ja, jetzt sind hier so eine drei Karten, die wir gleich einpacken und losschicken, weil die brauchte ich nämlich auch. Das war der Sinn dieser ganzen Bastelei. Also, mal was ganz ungewöhnlich für mich. Ich hoffe, ihr seht diese kleinen lustigen Kugeln da. Ja, sowas kommt manchmal bei raus. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass diese drei Karten weg sind und ich wollte die immer nicht wegschmeißen. Blöderweise habe ich aber von dieser Art auch noch welche, so eine Schokoladenverpackung mit Wollblistern. Also da weiß ich auch noch nie so richtig. Ja, dann hatte ich auch was angefangen zu filmen. Das mache ich aber nochmal nachher, wenn ich wieder da bin. Nochmal neu. Ich wollte ja mit euch diese Dinky mal filmen. Das ist schon eine zweite. So, und jetzt hat das alles so lange gedauert, weil ich wieder benutzte Umschläge gebraucht habe und die Klappen alle erst vorbereitet habe und und. Das mache ich nachher erstmal anders. Das muss man euch nicht alles mitfilmen, weil ich glaube, das ist sinnvoller, denn an der Stelle vielleicht einen richtigen Umschlag zu nehmen, wo eine Klappe noch dran ist und nicht hier immer ewig rum basteln. Das ist einfach mal alles zu lange. So, aber jedenfalls ist das Ding hier, finde ich, schon relativ weit. Und so was will ich heute Nachmittag auf alle Fälle nochmal eins machen, weil ich finde das wirklich schön. Und da werde ich mir jetzt nochmal ein paar andere Umschläge raussuchen und dann filme ich das auch mal. Wie gesagt, irgendwie war ein bisschen der Wurm drin dieses Wochenende. Ja, so, soweit erstmal bis hierher und dann geht es heute Nachmittag weiter. Ja, jetzt ist Nachmittag und jetzt habe ich gedacht, kann ich jetzt mal wirklich loslegen hier nochmal mit so einem Teil. Der Sinn, warum ich das auch nochmal probieren wollte, so ein zweites, als naja, Muster kann man nicht sagen, aber war eigentlich auch, weil ich habe hier mal diese dünnere
Washi benutzt. Also hier so ins Eins ist komplett wieder druffegangen hier. Oder sagen wir so, ich muss da so ein Zweetet anfangen, weil ich ja die Klappen nochmal ankleben musste, was man bei neuem Umschlagen ja nicht machen muss, aber hier bei den Bäden. So, und diese sind ja diese normalen, sag ich mal. Und bei dem anderen hatte ich das benutzt hier. Das ist ja so doppelt so breit. Und ich glaube, Natascha von Treasure Books hat auch ein Breite genommen. Aber meine Idee war ja, warum soll ich nicht mal versuchen, mit den Dingern zu arbeiten? So viel, finde ich, sieht man denn ja nicht, wenn man auch die Umschläge hier noch beklebt hinterher. Ne? Da bleibt ja nicht so viel übrig hier. Ne? Sehe ich immer bloß ein bisschen die Mitten, so wie das jetzt hier ist oder so. Ne? Und finde ich jetzt ja nicht so schlimm, auch wenn es ein graues ist auf dem braunen Umschlag. Ja, also ich habe jetzt beschlossen, ich mache das hier nochmal. Allerdings mit neuen Umschlägen, weil es einfach einfacher ist. Na, ich musste ja dann die Klappen aufschneiden und so weiter. Dann habe ich hier ja einen kleineren Umschlag gehabt, interessanterweise, weil das war ein Rückumschlag. Aber die normalen Umschläge sind nicht so klein, die sind ja ein bisschen größer. So, ich lege das jetzt mal erstmal ein bisschen weg. Und ja, das ist hier so ein ganz normaler brauner Umschlag in, was ist das, das? C4 ist das ja, glaube ich. Ne? Ein Umschlag hat immer eine C, gibt noch ein B, der ist größer, aber das ist hier ein C4-Umschlag. So, jetzt ist es das so, dass sie. Ich habe den jetzt zweimal gefaltet. Das heißt, ich habe den eben in der Mitte gefaltet. Habe da so ein Dingschen gemacht. Und dann ist es so, dass wenn man jetzt hier so viel Aufbau hat und nimmt dann die Mitte, dann würde das hier alles zu dick werden und dann geht die Klappe ja nicht mehr richtig zu. Die hat ja sowieso schon immer so ein bisschen was sperriert. Ne? Hier seht ihr ja, die steht eigentlich offen. Und deshalb muss man hier dafür sorgen, dass dieser Umschlag, das ist ja der, ein Stück Abstand hat zu diesem Klappenansatz hier. So, und jetzt also, ich falte mir das noch ein zweites Mal und falte das hier also so mit so einem Stücke Abstand. Ja, wie viel ist das? 0,5 oder irgendwas. Mache ich jetzt hier einfach komplett nach Augenmaß. Dann falten wir den jetzt hier noch ein zweites Mal. Kriegt ja da zwei Dinger. Ich fand das mit diesen zwei Teilen ja nicht so schlecht. Man kann das natürlich auch weglassen. Also wenn ihr wollt, dann faltet den einfach gleich beim ersten Mal so. Und dann ist es gut. Mit so einem Stück Abstand. So, das ist der erste, der braune Umschlag. Jetzt haben wir so ein kleines bisschen ein Problem. Wisst ihr warum? Weil wenn ich jetzt braune Umschläge habe, so wie die, dann haben die Klappe hier oben. Und das war so ein bisschen auch mein Problem. Dass wenn ich hier einen braunen Umschlag hin mache, hat der die Klappe hier. So. Deshalb hatte ich bei dem anderen nämlich den auch hier richtig aufgeschnitten. Nochmal. Und die Klappe hier ran hängt und. Das ist ein riesiger Aufwand. So. Und ich muss die Klappen ja dann auch wieder irgendwie beziehen mit irgendwas. Da sieht ja auch ein bisschen doof aus, wenn es so aussieht. So, da habe ich so gedacht, eigentlich, wer sagt eigentlich, dass die Klappe hier sein muss? Sagt kein Mensch. Also, ich kann ja den Umschlag auch so verwenden und da stecke das hier drin. Also, so. Also ist meine Sache jetzt hier für dieses Ding, der Umschlag kommt so drin. So, und da seht ihr schon, der ist auch schon bis fast daran. Ne? Wenn ich hier den so in der Mitte drin habe, ja. Dann haut der da schon fast bis an die Ecke ran. Da fehlen, sind hier, glaube ich, noch 2 mm oder sowas. So, also lassen wir den jetzt einfach mal so. So, denn ich habe zwar auch noch so eine hier, das sind aber immer alle weiße, die ich da so habe, die in der Richtung sind. Und die sind auch noch breiter. Na, das ist ja auch lustig. Ich liebe ja so Maße, wisst ihr, wenn Maße eigentlich festgelegt sind und dann stimmt das nicht. Das ist bei Briefumschlägen auch ganz oft so. Und hier wäre das jetzt auch so, dass der ja nicht rennen würde, wa? Genau. Der wäre zu breit, der weiße. Na, sehr lustig. Packen wir den mal gleich weg. So. Also nehmen wir den braunen. So, dann habe ich von anderen Umschlägen jetzt nochmal geguckt, was ich da noch so habe. Und habe hier so einen marmorierten gefunden, der auch so eine Klappe hat. Also nicht wie diese Office-Umschläge, diese Klappe, die so längs nur schmal ist und so, sondern der geht richtig so auf. Der ist jetzt hier auch ein bisschen nicht ganz so lang. Seht ihr? Also theoretisch ist es dann nachher auch so, dass die Klappe so ist und das Ding dann da so dran hängt. Hoffe ich jedenfalls. So. Dann habe ich noch einen beigen Umschlag gefunden. Auch so, mit so einer Klappe hier. Allerdings, guckt euch das an, ist der jetzt auf einmal wieder größer.
Also bleibt es jetzt so. So, aus den Dingern basteln wir das jetzt. Also ein C4, dann ist das C5, das ist DIN lang und das ist C6. Ja? Ist das so? Ja. So, dann gucken wir mal. Als erstes hatte Natascha hier dieses Buch gemacht, was da links ist. So, und das ist jetzt ja nicht so schwierig. Da habe ich jetzt einfach nur kaffeefarbige Seiten gemacht und ich werde die jetzt auch eine Seite weniger machen. In den anderen Dingern hatte ich jetzt immer 5 drin und hier würde ich jetzt nur 4 nehmen. Das heißt also, ihr seht da schon immer schön Muster drauf. Kaffeefarbtes Papier. Das ist hier auch reine weg, nur kaffeefarb, war. Habe ich nicht noch. Für das andere habe ich da irgendwie noch ein anderes Papier drin? Nee, die sind alle nur kaffeefarb, genau. So. Und ich muss ja, oder ich will ja eigentlich auch wieder beim Würfelweekend mitmachen. Wobei ich mir darüber noch ja keine Gedanken gemacht habe. Aber wenn ich jetzt diese Teil dafür irgendwie nehme, dann gibt es ja da genäht. Und das muss ich ja jetzt hier machen, wenn ich diese Dinger zusammennähe, die Signaturen. Beziehungsweise die eine. Es ist ja nur eine Signatur hier, ne? So. Das heißt Faden und ich glaube. Bei fünffach nehme ich immer so drei Fäden. Dreimal das Ganze. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Also dreimal. So ungefähr. Na toll. Schneidet die Schere nicht mal den Faden auseinander. Ist ja auch lustig. So. Müssen wir den anditschen? Ein bisschen, ja, wa? Und kriegt das hier wohl nie rein. Na, kommt das? Schaffe ich das? Oh, gut, ja, eingefädelt. Super. So, also Nadel haben wir schon mal eingefädelt. So, und bei einer Signatur ist es ja jetzt hier relativ einfach, sag ich mal, weil ich muss mich ja nicht danach richten, wo hier die Löcher sind und wo die denn in einem Buchrücken sind oder so, dass es an derselben Stelle ist, sondern ich kann da ja so ein bisschen freier mit umgehen. Ich habe aber trotzdem hier so eine Schablone, die hatte ich ja mal schon mal gemacht. Die ist jetzt auch ein bisschen kleiner, seht ihr? Weil damals hatte ich ja diese Dinger immer noch ein bisschen gerissen. Aber das macht dafür ja nichts. Das heißt also, ich nehme die einfach hier so. Die Mitte. Leg mir die hier drin so, dass ich sie noch irgendwie sehen kann. Und dann versuche ich das nochmal hier so ein bisschen nach unten zu kloppen. Dass das da so drin liegt. Ich habe immer noch keine andere, kein Buch oder sowas gemacht. Obwohl ich das eigentlich schon längst noch machen wollte. Dann halte ich das hier auch einfach nur noch fest und. Ja, wie gesagt, eigentlich im Normalfall kriege ich es hin, dass ich dann auch in der Mitte bin. Und so, eins, zwei. Wie gesagt, das ist, ob das jetzt genau stimmt, die Abstände, das ist ja dafür nicht so wichtig, weil das ist halt bloß eh ein Ding, ne? Man könnte die auch viel dichter zusammen machen. Oh, jetzt halt eins, da nehme ich doch ein. Oh, ja, das ist ja böse. Das war jetzt der Vorführeffekt, ey. So ein Käse. Okay, ich habe ein bisschen geschummelt. Das ist nicht so gut. Ach, das ist immer so. Ne? Machst die Kamera an, denkst dir nichts Böses und dann passiert sowas. So. Gut, okay. Jetzt machen wir mal hier diesen Fünferstich. Mittlerweile kann ich das dann auch schon so relativ gut. Ich hoffe, dass ich jetzt hier auch wieder alle zusammen durchkriege. Das ist ja immer so ein bisschen mein Problem, dass ich das nicht schaffe oder das 100.000 Mal rumdrehe hier. So, also, wir nehmen das in die Mitte. So, das haben wir schon. Jetzt müssen wir eins nach oben biegen hier. Kriegen wir alle durch? Nee, das habe ich mir gedacht. Ich habe die jetzt schon wieder irgendwie so festgehalten, dass ich sie nicht alle zusammen habe, sondern hier so alle einzeln durchbiegen muss. Es ist immer dasselbe. Ich weiß auch nicht. Aber ihr macht das ja alle ordentlich und legt die vernünftig zusammen und dann näht das auch. So, spicke wieder nicht. Aber das geht auch so, wenn ich die immer einzeln durchpieke, hier, das geht auch. So, zack. Sind ja auch nur 4. So. Dadurch. Jetzt müssen wir hier wieder zurück und das ist immer so ein bisschen doof, wenn ich die nicht ordentlich aufeinander gelegt habe. Dann, ah, guck mal, ich komme durch. Super, schön. Gut gemacht. Ach so, habe ich jetzt den Faden getroffen? Ja. Ich glaube ja. Ja, das ist doof. Das müssen wir nochmal ändern.
Wartet mal. Irgendwo muss ich ja hier ein Ende haben. Was ist denn das für ein Käse? Kann mir das mal einer erzählen, wo mein Ende ist von dem Faden? Komm mal her hier. So, genau, den muss ich nochmal ausfädeln, weil ich habe jetzt da in den Faden reingepiekt und das ist doof. Weil dadurch kann ich das jetzt nicht richtig gerade ziehen hier. Das nehmen wir nochmal raus. So, aber ist ja kein Problem. So, jetzt müssen wir das bloß noch wieder einfädeln. Schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht, wa? Ist auch die falsche Hand. Dann müsste das vielleicht mal mit anderen machen. Okay. Ja, gut, okay. Wieder drinne. So, jetzt geht es ja so, dass man das hier in diese Seite biegt. Oh, kommt mit eben mal durch, das ist aber schön. So, dann muss ich wieder hier hin. Mein komisches Loch. Ja. Und dann da wieder zurück hier. Und wie gesagt, am besten nicht den Faden anpieken. Schaffe ich das mal. So. Und dann wieder in die Mitte. So, komm mal her jetzt hier. Eigentlich könnte man das andere Ding gleich auch noch machen, wa? Was ich da noch für die andere Seite brauche. So, jetzt ziehen wir das hier mal so ein bisschen, aber nicht zu doll. So. Eins und zwei. Machen wir zwei Knoten, reicht, wa? Und dann kann ich das ja immer hier so ein bisschen abschneiden, dass da ein bisschen was bleibt, dass ich was drin hängen kann. So, das ist jetzt das eine. Und ich werde jetzt mal gleich das andere auch nochmal machen. Ne? So, jetzt habe ich diese beiden Bücher hier. Das eine können wir schon erstmal nochmal weglegen. Das brauchen wir erst nachher. Das brauchen wir jetzt als erstes und kleben das jetzt erstmal an. Die anderen Sachen lege ich mal erstmal nochmal zur Seite. Ja, das kommt jetzt hier ruf so an diese Seite rangeklebt. Das sollte auch, so wie sie das immer gemacht hat, die hier so einen Abstand haben. Bei mir sind jetzt die Seiten hier nicht gerade. Man könnte das jetzt auch noch gerade schneiden. Finde ich jetzt aber nicht wirklich wichtig, muss ich euch sagen, bei so einem Ding. Also ich denke mal, das kann auch ruhig so bleiben, weil das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen... Meine Seiten sind ja auch nicht gebügelt. Ne? Die sind also auch so ein bisschen krünschelig, aber ich finde, da steht ja drauf. So, jetzt müssen wir das Ganze hier irgendwie ankleben. Und zwar, wie gesagt, mit Washi-Tape. Jetzt würde ich dafür gerne das hier nehmen, das Graue mit den ganzen Zahlen. Und muss ich das jetzt hier so ein bisschen hinnehmen. Jetzt, also, das gab zwei Varianten, wie sie das so gemacht hat. Und das fand ich eigentlich ja nicht mal so schlecht. Das heißt, also, eine Variante war, ich mache hier Kleber drauf auf beide Seiten und haue das Washi darüber. Oder aber ich lege das Washi hin und mache das voll Kleber und nehme das da auf. Das ist je nachdem, wie man das irgendwie besser findet. Auf alle Fälle würde ich hier richtigen Kleber nehmen und nicht irgendwie einen Klebestick, weil das ist mir, glaube ich, alles nicht. So, ich glaube, ich lege das mal so lang. Globe, globe, globe. Jetzt erzähle ich ja schon wieder fünfmal dasselbe. Naja, ist dann so. Gut, das Ding... Reißen wir uns jetzt, oder reißen nicht, sondern schneiden wir mal, versuchen wir mal richtig ordentlich abzuschneiden hier auf die Länge. Kriegt das hin. Und das dann hier bis hier. So. Gut, und dann müssen wir jetzt da Kleber drauf machen. Lustigerweise. Ja, den habe ich noch nicht rausgesucht. Ich hoffe, das geht heute. Weil ab und zu sind diese Dinger hier auch nicht so, dass sie Spaß machen. Aber manchmal funktioniert, oh ja, irgendwie scheint es jetzt heute zu funktionieren. Tja, das war's schon mit dem Funktionieren. Jetzt hat schon keine Lust mehr. Kann mir das mal einer erklären, warum sowas passiert? Dass hier das dann nach einer Weile, wenn ich da drauf gemacht habe, nicht mehr rauskommt. Also, ich verstehe es nicht. Das entzieht sich jetzt vollkommen meiner Kenntnis, wieso das so ist. So, ich hoffe, der geht hier ein bisschen besser. Das ist dieser andere Kleber, den ich darin gemacht habe. Ich habe jetzt zwei verschiedene.
So. Judith. Hoffen wir mal, dass das hier mit geht. So. Ja, und dann schon verrutscht das hier wieder. So, also gucken wir mal, wa? So ungefähr könnte das hinhauen, dass der Abstand einigermaßen gleich ist. Dann wäre auch schön, wenn die Kante auf Kante liegen. So. Und dann können wir mal versuchen, das hier hinzukleben. So mittig. Moment. Mal erstmal hier so ein bisschen versuchen mit so einem Küchentuch. Weil bei mir neigt das immer dazu, dass irgendwo Kleber rauskommt. So. Und dann kann man hier noch ein bisschen mit dem Falzbein rüberfahren. Vor allem so diese Ecke da. Da kommt nämlich noch mehr Kleber raus. Man dann nicht so richtig flach drückt. So, jetzt drehe ich das mal um. So, und dann habe ich jetzt hier doch, das habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt mit der Kante. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus. So, und das kleben wir jetzt da ohne zu. Auf der Seite, wo ist mein Washi hier? So, jetzt da irgendwie, ach, ich glaube, die Buchstaben braucht man nicht wirklich sich angucken, weil das macht, glaube ich, nicht wirklich Sinn. So. Machen wir das Ganze normal. Na, komm her. Mal gleich den hier nehmen. Oh Gott. Das ist hier so was Jan feiglet. Diesen Washi da hinlegen und das vom Finger loskriegen. Nicht so ganz gefällt ist, dass hier immer kein Washi dran ist. Also an den Stellen, da muss ich glaube ich hinterher auch noch welche hinkleben. Weil das gefällt mir nicht so. Und wie gesagt, wenn man ein Falzbein rüber geht, dann kommt da der ganze Kleber auch noch richtig raus. Ja, dann haben wir jetzt unser erstes Teil hier rangeklebt. So. Ja, das ist natürlich hier ganz, 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 ganz wenig eng und ganz eng dran. Oh, ja. Ah, dann würde sich das, glaube ich, ganz gut machen, wenn ich dann hinterher sehe, das habe ich nicht wirklich in der Mitte geklebt. Das ist ja nichts. Vielleicht klebe ich das nachher nochmal rüber, das muss ich nochmal sehen. So, okay, wir haben erstmal das Ding dran. Genau. So, als nächstes kümmern wir uns mal um den mittleren Umschlag, der hier hinkommt. Also sprich diesen hier. So. Und diesen kleben wir da ran. Und zwar genau auf diese Falz, diese sozusagen, die am ganz links ist. Das ist natürlich auch ganz blöd zu sehen jetzt hier wieder. Also so müssen wir den da rankleben. Da machen wir das jetzt auch wieder so. Ups. Oh, mein Licht machen wir denn aus? Okay. So, also ich brauche jetzt hier wieder so ein Washi-Tape. Was so lang ist wie der Umschlag. Boah. So, und dann müssen wir da wieder Kleber drauf machen und dann müssen wir das auch noch ordentlich hinlegen. Oh Mann. Oder wir kleben das erst an einer Seite an und dann, genau, das wäre auch eine Möglichkeit jetzt. Richtig, ich glaube, das hat er sich auch so gemacht, dass man hier erstmal, ah, Heike wäre den hier noch mal sehen, ob der überhaupt noch mit mir mitspielen will hier oder nicht. Nee, da
kommt einfach nicht raus bei dem Tagiglu. Und ich weiß ja nicht, wie oft ich da drücken soll. Tja, das könnt ihr vergessen. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Müssen wir den nehmen. So, also, da können wir ja mal sehen, ob wir hier irgendwie ein bisschen mittig Kleber hinkriegen. Ja, auf die Hälfte von Washi-Tape meine ich so ungefähr. So weit hier. Die Hälfte ist, ja, ich glaube schon, ne? So ungefähr könnte das passen. Ich glaube schon. So. Man muss dann immer aufpassen, wenn man hier mit dem Falzband ist, weil das ist natürlich ganz fragil noch, diese Droschi. So. Und dann machen wir jetzt auf das andere linke Kleber rauf. Ja, das jetzt anzusetzen ist hier natürlich nicht ganz so einfach, weil man da jetzt nicht so ganz gucken kann. Da muss man sich das hier so ein bisschen wegnehmen und drauflegen. So, ist das richtig hier so, dass es da, dass man im Umschlag da auch an der Kante dran ist? Ich glaube ja. Ich glaube hier auch. So, ist das einigermaßen gerade? Ich glaube schon. So, dann können wir den jetzt mal ankleben. So, und was jetzt hier natürlich ein bisschen doof ist, ist, dass der ja schmal, also nicht ganz so lang ist, wie dieser andere braune, den ich da noch rankleben will. Denn der kommt jetzt sozusagen zwischengeklebt. Zeigt euch gleich. Also den hier knippen. Oh, hier ist immer noch Kleber dran. Mal ein bisschen wegwischen, das Ganze. Das ist nicht ganz so schlimm. So. Der klebt jetzt also hier dran. So. Und das, was ich meine, ist jetzt dieser braune hier. Der ist ja jetzt ein Stück länger. Seht ihr das? Und hier müsste ich, den wollte ich jetzt damit verbinden. Und dann habe ich hier so ein Problemstück, was hier eigentlich länger ist. Seht ihr das? Da. Da und da. Da muss ich jetzt das Washi eigentlich dann sozusagen ein bisschen einschneiden, damit es mir hier dann unten festklebt und nicht den Briefumschlag da so. So, wir könnten jetzt das hier mal so probieren, dass wir beide Seiten einfach mit Kleber einschmieren und das Washi darüber ziehen. Meinte ich jetzt hier, dass ich das hier irgendwie einschneiden muss, damit mir das Washi hier anklebt. Und hier genauso, da ist erstmal auch noch mal ein Klappenteil hier, was nicht zukleben soll. Und das hier müssen wir da auch noch mal runterkleben. So, ich glaube, jetzt könnte das gehen. Jetzt könnten wir das versuchen festzumachen. Hier mit dem Falzbein lang geht, kommt da wirklich überall noch ein bisschen Kleber raus, weil da ist natürlich eine ganze Menge drunter. Aber das soll ja auch halten. So, also haben wir jetzt den schon mal da angeklebt. So, gucken wir noch mal hier und hier. Jetzt ist hier so ein Stück Washi da darüber geklebt, passt aber auch. Ja.
So, mal gucken, was wir hier nochmal ein bisschen rüberwischen. Sieht nicht ehrlich, zusammenklebe. So, und dann machen wir hier aber auch nochmal Washi hin. Über diese Fläche hier. Das könnte man jetzt genauso machen, wie ich das eben gemacht habe. Also da so doppelt Kleber hinmachen. Weil das war ja nicht so verkehrt, oder? Diese kleinen Futzel, die hat man dann immer so gleich an der Hand, am Finger oder irgendwie so. Ich finde es erstaunlich, wie das Washi-Tape eigentlich das alles zusammenkleben kann. So. Ja, jetzt haben wir diese Umschläge dran und wie gesagt, bei mir ist jetzt hier oben eine Klappe. Gut, das war das da. Ja, jetzt können wir diesen Umschlag hier noch ankleben. So. Und den hat er so mit einem kleinen Abstand zu dem hier angeklebt. Also nicht direkt da so genau drauf, sondern mit einem kleinen Abstand. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt schon wieder das mit dem... Wie machen wir das mit dem vorher ab? Vorher abmessen hier so irgendwie bis zum Fragezeichen. Dann werden wir das mal so versuchen. Obwohl hätte man jetzt auch so. Oh, siehst du? Eigentlich ist das hier vielleicht ja besser mit diesem. Oh, ja, man klebt sich das auf den Finger. Aber das ist vielleicht ja nicht so schlecht, wenn man es eher so macht hier, glaube ich. Ich glaube, das geht eigentlich besser. Dann wieder die andere Seite mit Klebstoff vollmachen. Und dann müssen wir den jetzt hier irgendwo so hinsetzen, was jetzt auch wieder nicht so einfach ist, weil wir den nicht sehen. Und vielleicht auch ein bisschen versuchen, in der Mitte zu bleiben, was auch immer. Geht das so einigermaßen? Naja, ich glaube, das geht so einigermaßen. Geht das? Doch, war. Ja. Ich glaube, das geht so. So, dann können wir den jetzt hier hinkleben. Der hat jetzt hier ein ganz kleines bisschen Abstand, nicht sehr viel. Also ein ganz kleines Stück halt den jetzt neben den anderen hingeklebt. So. Da noch mal ringen hier. Mal gucken. So. Und da muss natürlich jetzt hier auch wieder Washi-Tape hin. Diese Stücke Washi und das kleben wir jetzt einfach da so rüber auf das andere Washi ruf.
So, ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal unsere Umschläge da dran. Eins, zwei und dann haben wir den hier dran. Und jetzt sind natürlich die Klappen hier mit Klebestreifen, also da muss ich hier sowieso auch noch was drüber machen. Und dann haben wir jetzt hier die andere Klappe. So. Ja, ich hatte ja jetzt dieses Ding hier schon mal genäht und das wird ja eigentlich nur so reingeschoben, ne? Also das ist nur so hier hinten, ganz hinten in dieser Klappe ist das da eigentlich drin. Ja, so. Das wäre jetzt ja so das, das. Dann haben wir die Umschläge hier schon. Dann ist das Heft schon. Und dann ist das schon zu. Und hier ist die Klappe. Ne? Also so weit sind wir jetzt schon hier. Richtig weit. Jetzt, was jetzt fehlt oder was sie da noch drin hatte, ist ein Wasserfall. Und ich finde das wunderbar. Die ganze Zeit über bin ich am Überlegen. Hier ist ganz viel Wetter. Ich habe hier dieses Heft dran. Weil ich hier gerade merke, dass sich das hier noch weiter auseinandergezogen hat irgendwie. Das hier, der Abstand war vorher nicht so groß. Durch das Washi, was ich da angeklebt habe, ist das jetzt noch ein bisschen kuscheliger geworden. So, also hier der Wasserfall. Dann habe ich hier diese ganzen Dinger. Aber was hier, ich finde das so nix. Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob man nicht eigentlich lieber dieses hier so machen sollte. Wisst ihr, dass das hier so halb drin ist in dieser Tasche so und dann wenigstens so aussieht hier. Ja, so dass das irgendwie auch ein bisschen nach was, nach ein bisschen mehr aussieht. Ich weiß nicht, weil hier ist mir das so kahl alles. Das ist mir bei dem ersten, was ich gemacht habe, auch aufgefallen, dass ich dann einfach nur hier eine Seite habe. Oder man müsste noch eine Tasche machen oder ein Bellyband oder sowas, weil das ist dann wirklich so, wo ich denke, das ist langweilig. So, aber jetzt machen wir mal das hier mit diesem Wasserfall. So, damit es hier jetzt nicht weit zu weit aufsteht, sollte man also diesen Wasserfall auch so machen, dass er hier drunter ist unter diesem Heft. So habe ich das jetzt auch gemacht und ich habe mir da mal hier das ausgemessen, wie viel das ist. Und zwar sind das bei mir 13,5 cm. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt hier so ein Blatt Papier, das ist schon geschnitten auf diese 13,5, wenn ich das hier also hinlege. Ich kriege das hier so halbwegs mittig drin machen. Da so. Noch ein Stück rüber sehr. Und kann hier an der Kante ankommen. Muss ich aber nicht. Also ich finde nicht, dass das wirklich jetzt hier genau auf derselben Kante sein muss. Also theoretisch kann man das auch so machen. Das war sowieso nicht ganz gerade. Also so ungefähr hier. Ja, seht ihr das? Das hier so. Hier ist ja mein Mittelpunkt bis da. Ungefähr derselbe Abstand ist. So. Und ich das unter diesem Heft hier drunter habe. So. Sollte das eigentlich sein, dass das also nicht vorguckt. So, das war bei mir halt 13,5 und ich habe dafür, lege ich das mal hier kurz zur Seite, ich habe dafür 5 Blätter genommen. Wieder hier so schicke kaffeefärbtes Papier. Hier hatte ich dann auch eine Schablone mit. Ach, das war diese Plastedecke da irgendwie. Genau. Eins ist hier so ein buntes dazwischen. Genau, so ein, ja, auf ein beiges Papier. Papier einfach, ich weiß ja nicht, was das für Farben waren hier. Ist ja auch real. So, also 5 so eine Blätter. Und diesen Wasserfall, das fand ich ja so spannend. Sie hat das eigentlich gemacht, so freigefaltet. Das wollte ich jetzt aber nicht machen. Das gefällt mir nicht. Da habe ich irgendwie kein Zutrauen zu. Ich muss jetzt mal aber nochmal bei dem anderen nochmal nachgucken. Weil ich würde das schon gerne mit einem Brett falten. So, und zwar, genau. Die erste Faltung war bei 19. Das war richtig. So, um das Ding so hinzukriegen, nehme ich jetzt hier also mein Brett lieber. So, kriegt das hier hin, ja. Liegt noch irgendwo so ein Schmetterling rum. Was macht der da? So, das heißt also, dieses erste muss ich mir noch mal überlegen, wie das nach vorne sein soll. Machen wir das nach unten. Ne, das sieht man nicht. Machen wir das nach oben. Also, machen wir das 19 hier. Das erste Blatt falten wir jetzt hier bei 19. So, dann nehmen wir uns das nächste Blatt und falten das bei 18. Und so geht es weiter. 18, dann 17. Ach so, das könnte ich ja. Ja, in die 17 machen wir mal das bunte Blatt. Das machen wir in der Mitte. 17.
16, machen wir das mal. Und dann haben wir noch eins mit 15. So. Gut, jetzt müsste es funktionieren. Packen wir mal das Brett wieder weg. Und dann hoffe ich, dass ich die halbwegs gut gefaltet kriege hier. Also vor allem auch gerade sind, das wäre gut. Na, das sieht ja hier schon wieder ein bisschen komisch aus. Die sind, glaube ich, nicht genau 21. Kann sein, dass die jetzt kürzer waren oder was. So, also trotzdem müssen wir mal sehen, dass wir die erstmal eben mal durchfalten. Dann stecken wir die einfach ineinander. Also erst das längste, das 19er, dann das 18er, dann das 17er, das 16er und das 15er. So, und beim 15er haben wir jetzt so ein kleines Ding hier bloß, das nicht so richtig ist. So, und wenn wir die jetzt richtig darin gesteckt haben, genau das ist es, was ich mir schon dachte. Das letzte passt nicht. Seht ihr das da? Da könnte man jetzt ein bisschen noch schummeln. Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen schummeln, so, dass es nie so auffällt. Mal sehen. So. Besser? Auch noch nicht. Muss nochmal. Muss nochmal schummeln. So vielleicht. So. Besser? Ja, jetzt ist gut. So, jetzt haben wir also dieses, was so wie Wasserfall ist. Hier stimmt das aber auch nicht mit dem Zentimeter. Das ist auch zu lang. Hier unten stimmt so fast. Ich glaube, das lassen wir so, wa? Das ist so ein bisschen rustikal. So. Ja, so passt das schon. So, und den müssen wir jetzt natürlich ohne zusammennähen. Wobei das jetzt hier, ach, da habe ich noch ja keinen Faden vorbereitet. Das brauchen wir aber bloß mit einem Dreierstich machen. Also irgendwie so 2,5 mal hier irgendwie. Und, und ja, nicht so ganz genau. Also dass das jetzt so genau stimmen muss, ist das ohne. So, Moment, kriegen wir das eingefädelt, ne? Jo, kriegen wir eingefädelt, wie schön. Und dann, ja, man kann, ich kann mir jetzt hier für die Mitte mal einen Punkt setzen. Das macht ja nichts. 13,5 ist irgendwie. Wir können ja mal 14 so ungefähr nehmen. Dann haben wir 7. So, und da könnte man sich ja irgendwas überlegen hier. 1, 2, 3. Machen wir 3 oder 4. Ich glaube 4, war? 4 wäre gut. 1, 2, 3, 4. Machen wir jetzt da die Punkte. Müssen wir bloß aufpassen, dass das hier alles irgendwie ineinander steckt. Ich glaube, dazu wäre gut hoch, wenn ich mal das Lineal hier so drin stecke. So, jetzt liegt hier so viele aufeinander bei mir. Ist auch nicht so gut. So, gucken wir mal. Kriegen wir das jetzt hin hier? Einmal pieken. Nochmal pieken. Nochmal pieken. So, haben wir es hingekriegt? Ja, sieht gut aus. So, dann können wir das jetzt hier auch nochmal nähen. Also wirklich bloß. Und jetzt ist schon wieder alles durcheinander, wa? Ich schaffe das jedes Mal, das nicht ordentlich festzuhalten. Lasse ich hier auch immer mal erstmal hängen mit diesem Dingpunkt. So, ja. Jetzt nochmal ein bisschen falten. Ja. So, und den müssen wir jetzt natürlich dann ohne ankleben. So. Ich
glaube, das ist auch besser, das erst innen anzukleben und dann außen. Also hier wieder so was zu machen. Da kann man jetzt wieder so, entweder man macht das Washi jetzt hier wieder mit Kleber voll oder macht wieder selten. Was machen wir? Ihr könnt es ja erstmal abschneiden und dann klebe ich da beide Seiten wieder Kleber hin, wa? Ich glaube, das war ganz gut. Viel Platz auf dem Tisch, weil das ist ja so breit hier, das Ganze. So, machen wir das jetzt hier auch mal. Ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, dass man hier die Seiten nicht so festklebt, ne? Mit dem hier so, wenn da immer mal Kleber rauskommt, dass das nicht an der Seite denn alles festklebt hier. So, jetzt habe ich es natürlich da unten auch noch festgeklebt, das war klar. Man ist ja Washi und klebt ja eigentlich. So, jetzt haben wir die andere Seite. Und da müssen wir jetzt auch noch Kleber drauf machen und die dann rundherum ziehen. Ja, da muss man auch immer aufpassen, halt auch gemerkt, ich mache das manchmal auch, zieht das und dann ziehst du das andere weg. Also man muss wahrscheinlich immer schön von der Mitte lieber ausgehen und nach links und rechts ziehen mit dem Falzbein, sonst zieht man sich da das Washi wieder kaputt. So, also so und so. Ist auch noch Kleber dran. Mal gucken, dass meine Seiten hier nicht zusammenkleben und dann kann man nochmal hier unten vielleicht auch nochmal lang gehen. So, also haben wir jetzt hier so einen Wasserfall drin, ne? Ja, hatte ich ja gesagt. So, Buch. Wasserfall. Hier hatte sie dann auch noch Papier drauf und eine Tasche. Dann haben wir hier den ersten Umschlag. Den zweiten Umschlag. Und hier den braunen Umschlag. Und wie gesagt, das, wo ich denke, das ist ein bisschen sehr lahm. Also eigentlich ist das hier ein bisschen schöner, oder? Wenn man sowas so macht hier. So. Dann sieht das noch ein bisschen mehr aus. Warum ist das jetzt so schief? Ach so, das sieht deshalb so schief aus, weil das so in dieser Tasche da drin hängt. Ja, so denke ich mal, ist das eigentlich viel schöner. So, und zugeklappt. Kriegen wir das auch? Seht ihr? So, lup. Ja, ich würde jetzt hier, bei dem anderen habe ich es nämlich nicht gemacht, bei diesem hier. Ich habe hinterher, seht ihr ja hier, den Teig nochmal umklebt, weil das war natürlich auch ein gebrauchter Umschlag. Und die Dinger sind dann manchmal auch schon hier an den Ecken so ein bisschen angerissen. Also ich finde es dann schöner, wenn diese Dinger eigentlich alle
so mit dem Washi sind. Hier zum Beispiel habe ich es nicht gemacht, dass ich das noch bis hinten geklebt habe. Finde ich doof. Und ich hätte das auch hier Washi kleben sollen. Also ich fände es besser. Hier bei dem zeige ich euch mal. Da hatte ich das ja so gemacht. Da habe ich ja alles rundherum so geklebt. So. Finde ich eigentlich viel schöner. Das hat, hier habe ich zwar auch an der Stelle was falsch. Da habe ich nämlich den Umschlag erst beklebt gehabt und dann das Washi drauf. Das war nicht so gut. Aber ansonsten würde ich das jetzt hier auch so machen, dass ich diese Ecken hier nochmal zuklebe mit Washi. Dass das irgendwie insgesamt eh ein Bild gibt, ja. Also hier auch nochmal. Diese Dinger würde ich auch mit Washi umkleben hier. Dann sieht das einfach mal ein bisschen schicker aus. So, weil ich ja auch jetzt hier die Klappe wahrscheinlich mit irgendwas beklebe. Also, ja, und dann ist, glaube ich, hoffentlich mein Washi alle. So. Ja, das mache ich jetzt aber mal alleine. Also jetzt sind wir eigentlich so weit fertig mit dem Grundgerüst, sag ich mal. Ups, das war hier drum. Was man jetzt natürlich hätte machen können oder auch immer noch machen kann, wäre, man kann jetzt hier diese Umschläge noch ein bisschen braun machen, wa? Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir ja noch, wa? Klar, warum nicht? Gucken wir mal, hier so ein bisschen eine Kante machen. Kann man immer noch machen. Ja, das sieht ja gleich viel besser aus. Und ich könnte natürlich das Ding auch vorher bestempeln oder sowas. Also das geht ja auch. Da sind jetzt, je nachdem, was man machen will, entweder man beklebt es oder man bestempelt es oder was auch immer. So, hier die Kante können wir ummachen. Dann sieht das gleich ein bisschen vintage aus. Oh ja, bei mir sieht alles sehr vintage aus, wenn ich hier anfange. So, ne? So zum Beispiel. Ja, ich finde, das reicht jetzt erstmal so. Und ja, mal gucken, was ich jetzt da noch mal. Ich muss ja erstmal den Rest noch bekleben hier mit den Washi, wie ich mir das so vorstelle. Und dann muss ich mal Papier raussuchen und mal gucken, was ich denn mache. Ne? Gut, das war's jetzt erstmal bis hierher. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.